Moin, liebe Leute, mein Name ist Sebastian Krumbige und wir stehen hier vor der RB Leipzig Akademie, die Akademie meines Lieblingsvereins. Liebe Freunde, ich bin gespannt, was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe, wenn ich alles treffe. Kommt mal mit. Hey. 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 Juhu! In lockerer Gang. Moin. Moin, Sebastian. Hey, ich freue mich. Grüß dich. Zeig mir doch mal, was hier so abgeht in der Akademie. Kein Problem. Unsere heiligen Hallen zeige ich dir jetzt mal. Ich kann dir ja noch ein paar Tipps geben für das Spiel unbedingt. Gegen den HSV. Ja. Brauchen wir unbedingt. Wir werden dich gleich reinschleusen dann zur Kommandozentrale. Okay. Das ist eigentlich alles der Jugendbereich, wo sich die Jugendmannschaften umziehen. Unser Bereich ist ja weiter drüben. Wir wollen ja irgendwann auch mal aus den eigenen Nachwuchsspielern nach oben bringen und versuchen, die dann ja, für unsere Profimannschaft dann auch so auszubilden, dass sie uns sofort weiterhelfen. Na, ich stelle mir ja immer vor, was für mich das Schwierigste als Trainer wäre, dass du alle bei Laune halten musst, auch die, die du eben nicht aufstellst. Also wenn jemand beim Training scheiße war, dann spielt er nicht, oder was? Wenn Timo morgen beim Training scheiße ist, spielt er. Ah, er kann sogar gut gewesen sein und spielt trotzdem nicht, weil der andere vielleicht noch besser ist. Ja? Okay, und das ist halt das Schwierige, du kannst nur 11 aufstellen. Als Führungspersönlichkeit muss man auch mal irgendwie unangenehme Entscheidungen fällen. Noch unangenehmer wäre es, wenn ich gar kein Spiel zur Verfügung hätte. Stimmt, das wäre für mich noch unangenehmer. Ja, dann lieber so. Was erwartest du vom HSV, der ja gut gestartet ist? Sehr gut gestartet ist. Vielleicht, was keiner gedacht hätte. Für viele überraschend vielleicht. Aber ja gut, ich glaube, im letzten Heimspiel gegen Augsburg hatten sie 32% Ballbesitz. Also das ist jetzt nicht gerade in einem Heimspiel gegen Augsburg die Welt macht. Aber also ich versuche das ja mal mit dem Schach zu vergleichen. Mhm. Wenn man nicht angreift, kann man auch nicht gewinnen. Ja. Fußball ist halt insofern komplexer, als es auch viele erfolgreiche Mannschaften gibt, die nur verteidigen und dann auf wenige Konter hoffen und trotzdem damit erfolgreich sind. Wenn man in Führung geht gegen einen HSV, dann ist es vielleicht eine Spur einfacher, weil dann müssen sie ein bisschen aufmachen, müssen sie ein bisschen kommen. Und deswegen wird es halt wichtig sein, dass wir gut in dieses Spiel starten. Und man freut sich, wenn man danach mit einem lächelnden Gesicht zur Niederlage gratulieren kann. Es ist immer einer gut drauf nach dem Spiel und einer nicht ganz so gut. Ja, die Körpersprache spricht da Bände. Ja. Das stimmt. Und wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Also wenn ich selber bestimmen könnte, dann wäre das schon ein Riesenerfolg. Das stimmt, ja. Wir merken schon, dass wir gut zusammenpassen, dass wir uns hier gefunden haben, wie ich finde. Und deswegen macht das Arbeiten ja hier auch jeden Tag so viel Spaß. Hamburg ist stark gestartet, Leipzig ist nicht so stark gestartet. Trotzdem wird Leipzig in Hamburg gewinnen mit 1:2. Ja, Christian Streich muss treffen, den finde ich total cool. Und der BVB trifft, so sieht das aus. Also ja, beide treffen. Auf welcher Seite denn? Ich glaube, es fallen mindestens 3 Tore. Ich würde es Julian Nagelsmann gönnen, dass er da einen Blumentopf gewinnt. Aber ich glaube, die Bayern sind echt stark. Oder ich weiß, die Bayern sind echt stark. Wir alle wissen, dass die Bayern stark sind. Es fallen definitiv 3 Tore. Yeah. Mir war das wichtig, dass wir uns heute mal kennenlernen. Was haben wir gewollt? Ja? Ja? Viel Glück am. Danke, danke. Ja, also wirklich. Kommst du ins Stadion am Freitag? Ich bin auf Tour. Ich komme zu Stuttgart, komme ich wieder vorbei. Okay. Und gegen Porto. Yeah. Ja? Mit dem Fahrrad zum Champions League Spiel fahren. Schon, wenn du keine Punkte mitbringst, war es das letzte Mal. Habe ich alles gehört von. Habe ich auch schon mal die Erfahrung gemacht. Ja, okay. Alles klar, Junge. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Schönen Abend heute, ne?